Die Aufzeichnung läuft, dieses Webinar wird aufgezeichnet. Veranstaltet wird es von Digi4Family und mein Name ist Anita Pleschko und unser Experte für das heutige Thema kommt von Safer Internet. Ich begrüße Matthias Jaks. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und heute bei uns bist. Ich weiß von TikTok noch relativ wenig und bin gespannt, was wir heute erfahren werden. Vielleicht kurz über den Chat wäre es interessant zu erfahren, welche Erfahrungen gibt es mit TikTok? Also gibt es Kinder zu Hause, die das benutzen? Oder ist es eine pädagogische Funktion, die ausgeübt wird? Hier Jugendliche, mit denen man konfrontiert ist. Vielleicht zu mir. Ich weiß es, TikTok über meine Kinder, also ich habe 4 Kinder und 2 davon sind mit TikTok schon näher in Kontakt gekommen, 2 Mädchen mit 20 und mit 13 Jahren. Ja. Während hier noch kurz getippt werden kann, bitte ich Matthias, sich kurz vorzustellen. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Matthias Jaks und ich bin Projektleiter bei der EU-Initiative Safer Internet. Der eine oder die andere kennt wahrscheinlich diese Initiative eh schon ganz gut. Wir versuchen, Kinder und Jugendliche beim sicheren Umgang mit dem Internet zu unterstützen. Genau. Ja, danke. Inzwischen haben wir auch 2 Antworten noch bekommen, eben, dass es hier doch um Musical.ly geht. Das ist eine Lehrerin, ein Lehrer, weiß ich nicht, und kennt das aus dem Unterricht. Und das andere, TikTok, ist noch ziemlich unbekannt. Einfach mal neugierig. Perfekt. Das ist schon die richtige Einstellung für dieses Webinar heute, weil genau sowas habe ich vorbereitet. Und ja, gleich zur ersten Frage, es ist vollkommen richtig, Musical.ly ist in dem Fall der Vorgänger zu TikTok gewesen, vor 1,5 Jahren haben die mittlerweile eben auch diesen Zusammenschluss gemacht. Mein Vorschlag, Anita, wenn es okay ist für dich, ich würde in die Präsentation einsteigen. Ja, bitte Matthias, zeig uns. Nur jederzeit können natürlich Fragen gestellt werden, zwischendurch einfach fröhlich drauf lostippen und auch Ergänzungen oder weitere Hinweise sind immer willkommen. Wunderbar. Ja, und die Aufzeichnung wird es natürlich auch geben, auf jeden Fall auf unserer Website von Digi4Family. Ja, Matthias, bitte starte. Perfekt, vielen Dank. Das Spannende gleich vorweg, David hat einen Titel entworfen, wir haben dann gleich einmal ein kritisches Feedback dazu bekommen, das ist ja jetzt eigentlich kein neuer Hype, das ist ja was Aufgewärmtes. Und wir haben dir natürlich recht gegeben, weil das Spannende ist, dieser Hype ist wirklich nicht neu, sondern die gibt es eigentlich schon sehr lange. Also Musical.ly selber ist zum Beispiel 2014 gegründet worden und in Österreich 2016 relativ kurz einmal groß gewesen, hat eine kurze Flaute gehabt und ist jetzt wieder da unter einem neuen Namen. Wir schauen uns heute kurz an, was steckt eigentlich hinter diesem Hype? Es gibt aktuell sehr viele Medienberichte, der ein oder andere hat vielleicht von Salzburger Nachrichten bis Tiroler Tageszeitungen. Ich kriege regelmäßig gerade Anrufe, wo ich wieder erkläre, was ist jetzt TikTok und auf was muss man aufpassen, was ist dieses Phänomen noch dahinter. Einer der Gründer ist, es ist aktuell eines der größten Startups der Welt. Sie sind in vielen Stores die meist heruntergeladenste App, die es aktuell gibt, oft auf Platz 1 gerankt. Und es ist ganz interessant zu merken, dass man plötzlich wieder so einen alten, neuen Hype da irgendwie miterleben. Wir selber, wenn ich kurz zwischenfragen darf, Matthias, ja. Warum ist das nicht Musical.ly geblieben? Ist gekauft worden. Musical.ly selber ist auch in Singapur, glaube ich, gegründet worden.
und nein, in Shanghai gegründet worden und ist dann auch groß in Amerika betrieben worden, ist aber schlussendlich jetzt von, ich muss kurz nachschauen, dass ich es nicht wieder falsch sage, ByteDance hat das Unternehmen gekauft worden, und zwar 2017. Und das ist ein großes chinesisches Unternehmen. Danke. Und die haben sich dann eben auch überlegt, wie sie das zusammenlegen wollen. Das ist mich auch interessant, gut, dass du das sagst, weil ich habe mir das heute mal kurz angeschaut, so ein bisschen in einer Timeline, wie das Ganze passiert ist, weil es ist eigentlich Musical.ly selber, also wenn wir vielleicht mal kurz weggehen, Musical.ly selber ist 2014 gegründet worden, dann ist 2016 TikTok gegründet worden, beides eigentlich chinesische Unternehmen, und 2017 ist dann schon Musical.ly an ByteDance verkauft worden und 2018 haben sie es dann schlussendlich umbenannt, beziehungsweise diese zwei Apps, die eigentlich dieselbe Funktion hatten, auch zusammengeführt. Das heißt, die haben einfach den Markt sozusagen aufgekauft und gemerkt, wenn sie das kaufen, dann setzen sie da aufs richtige Pferd. Bei uns groß aufgekommen ist es eigentlich eben 2016, das ist eben die Erhebung im Jugendinternetmonitor 2017, die führen wir immer 2016 durch. Und da sieht man schon hinter Facebook groß Musical.ly. Wir sind ja mit fast 2.500 Workshops pro Jahr ziemlich nah an der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen. Und wir haben dann plötzlich eben von dieser App gehört und gesagt, okay, das müssen wir jetzt mal erheben. Wie groß ist denn dieses Phänomen wirklich oder ist das eher was Lokales? Und haben gesehen, wow, da spielt sich einiges ab. Wie war das 2017? Wie wir das Ganze uns angeschaut haben? Damals war das noch relativ eingeschränkt. Das war eine wirkliche Karaoke-App. Also um was geht es eigentlich? Die Grundidee ist, es gibt Musik, die dauert 15 bis 30 Sekunden und diese Musik spiele ich ab. Dazu gibt es eine gewisse Choreografie, jemand überlegt sich eine Choreografie und die tanze ich dann nach. Das war's. Das heißt, es ist eigentlich eine Karaoke-App mit Choreografie und dann kann ich dieses Musikvideo online stellen und bewerten lassen. Ist eigentlich, wenn man so will, Instagram nur mit Musik und in Videoformat. Und was damals so ein bisschen das Phänomen war, war eben diese Choreografie, dieses Tanzen, so ein bisschen Popstar auch sein. Und das ist vor allem sehr gut angekommen, wie wir herausgefunden haben, bei den jüngeren Mädels. Also vor allem zwischen 8 und 12, die eigentlich diese App gar nicht nutzen dürfen. Da sind aber sehr, sehr viele Videos plötzlich online gewesen. Die haben einfach eine Grundmotivation gehabt, sich da musikalisch und choreografisch auch ein bisschen auszuleben. Was natürlich damals schon ein bisschen ein Problem war, weil wer sind die Vorbilder, wenn es um solche Musikvideos geht? Natürlich die Popstars, die Sternchen. Und wenn man sich so ein Video mal anschaut, früher war es auf MTV und auf Viva, mittlerweile findet man ja diese ganzen Videos auf YouTube. Die sind meistens ein bisschen übersexualisiert auch. Die Personen sind oft sehr freizügig angezogen und so funktionieren auch sehr viele Videos dort. Klar, wie kriegt man Likes, wie kriege ich Kommentare, indem ich gewisse Emotionen hervorrufe, und das funktioniert halt, indem ich meinem Popstar so gut wie möglich nachahme. Da haben wir schon versucht, ein bisschen eben immer drauf zu schauen, dass man vielleicht auch anders mit diesem Thema umgeht. Gab es da auch schon die Möglichkeit, hier zwischen privaten Kanälen und öffentlichen zu differenzieren, oder war da automatisch alles öffentlich? Nein, also man hat schon von Anfang an unterscheiden können, ob ein Account privat oder öffentlich ist. Das haben wir auch bei den Jüngsten immer empfohlen und gesagt, wenn wirklich die Grundintention dieser App ist, sich kreativ auszuüben und einfach Spaß am Tanzen und am Singen zu haben, dann macht es ja keinen Unterschied, ob es öffentlich ist oder nicht, weil dann kann man es sowieso privat stellen und vielleicht nur die besten Freundinnen und Freunde dazu einladen. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil jetzt sind nicht mehr nur Kinder, sondern auch Kinder und Jugendliche vor allem auf dieser Plattform oder jüngere Erwachsene, und die wollen natürlich gesehen werden. Und da muss ich meinen Account dann auch online wirklich öffentlich stellen, damit dann auch ich meinen Hashtag nutzen kann, um eventuell auch mehr Likes zu bekommen. Also das ist schon ein bisschen eine Änderung. Man kann es heutzutage auch noch privat stellen, aber wir schauen uns dann eh zum Schluss noch kurz die App an und ein paar Sicherheitseinstellungen, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Genau. Das war eben 2017 Musical.ly das erste Mal aufgetaucht. 2019 unser aktuellster Jugendinternetmonitor. Für alle, die den nicht kennen, der ist kostenlos unter jugendinternetmonitor.at abzurufen. Wir veröffentlichen den einmal im Jahr im März. Und man sieht es da zwar jetzt nicht mehr unter den Top-Plattformen, weil wir den Facebook Messenger dazu genommen haben, aber noch immer knapp dahinter. Das heißt, da heißt die App jetzt schon TikTok.
auf dem 7. Platz und wir gehen davon aus, dass es sich jetzt wieder vorgearbeitet hat und auch wieder unter den Top 6 beziehungsweise unter den Top-Plattformen, die wieder anzeigen, auch wieder finden. Das heißt, TikTok ist aktuell einfach ein Trend und jeder, der die Medien konsumiert hat in den letzten 24 Stunden und ein bisschen in dieser Studien-Jugendbubble ist, hat gestern auch die neue Studie gesehen, die veröffentlicht worden ist von einem Marketingagentur in Wien. Da ging es auch darum, ein bisschen, welche sozialen Netzwerke gerade sehr aktiv auch genutzt werden. Und eines der großen Netzwerke, die dabei genannt worden sind, ist TikTok. Das heißt, das ist einfach eine Plattform, die Kinder und Jugendliche aktuell bewegt, die Kinder und Jugendliche auch und vor allem auch jüngere Erwachsene interessiert und wo man was macht. Spannender, ich spreche jetzt immer von jungen Erwachsenen. Das Interessante ist nämlich, diese Plattform hat sich inhaltlich ziemlich gedreht. Es geht jetzt nicht mehr nur um diese lustigen Tanzvideos, sondern es geht immer ein bisschen mehr, um einen Spannungsbogen aufzubauen. Ist jetzt gleich wie. Die beliebten Anwendungen, das ist auch immer, was wir dann eben regelmäßig anfragen. TikTok findet sich natürlich darunter, vor allem nicht im Bereich Unterhaltung, sondern auch im Bereich der Kommunikation. Das heißt, die Plattform selber, TikTok, wird auch dazu genutzt, um mit Freunden und Freundinnen in Austausch zu treten. Man hat zum Beispiel immer die Möglichkeit, digital direkt in dieser App so eine Art Duett auch zu singen, um miteinander digital ein Video zu drehen und dann auch darzustellen. Und da geht es auch ein bisschen bei vielen noch darum, diese Plattform auch als soziales Netzwerk zu nutzen, sich auszutauschen, sich zu motivieren, lustige Videos anzuschauen und dann auch direkt darauf zu antworten und bestenfalls auch ein Like zu bekommen von seinem Vorbild, von seinem großen Star. Die allerersten großen Stars, die auf dieser Plattform gewesen sind, weltweit, auf Musical.ly damals noch, waren Deutsche. Zwei deutsche Mädels, die hießen Lisa und Lena. Und die sind mittlerweile gewechselt, ich glaube, zu Twitch. Ich bin aber jetzt nicht ganz sicher, wo sie hier. Ich glaube, sie sind zu Twitch. Und die haben das wieder hinter sich gelassen, spannenderweise. Vielleicht kommen sie wieder zurück. Es würde zumindest für sie sprechen, weil die Plattform hat sich eben jetzt von diesem lustigen Video Thema ein bisschen wegentwickeln. Wie schaut das Phänomen weltweit aus? Diese App ist ja jetzt nicht nur ein Phänomen direkt in Europa, nicht nur in Österreich, sondern das Ganze passiert ja weltweit. Wir gehen aktuell, es gibt keine offiziellen Zahlen, aber von ungefähr 800 Millionen monatlich aktiven Nutzer und Nutzerinnen aus. Das ist schon eine sehr, 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 sehr unendlich große Zahl. Und im asiatischen Raum oder auch zum Beispiel in Indonesien ist es so, dass TikTok vor allem in religiösen Bereichen mittlerweile verboten wird, beziehungsweise auch verboten ist, einfach weil da eine ganz andere Mentalität plötzlich gelebt wird. Weil wie bin ich erfolgreich auf TikTok, indem ich, was ich ganz am Anfang gesagt habe, schon ein bisschen diese, was man schon beobachten kann, Übersexualisierung passiert ganz stark, wenn es um diese Musikvideos geht. Es gibt noch andere Videos, aber das ist natürlich etwas, was in diesem Kulturkreis nicht so gern gesehen wird. Und Indonesien zum Beispiel hat auch überlegt, für 2-3 Monate TikTok wirklich mal auch abzudrehen im lokalen Internet. Also es hat schon ganz große Auswirkungen, die ganz aktuell auch durchaus problematisch sein können. Genau. Ich sehe jetzt gerade, dass im Chat ganz rund geht. Anita, du sagst mir, wenn irgendwelche Fragen auftauchen sollten, die wir aktuell beantworten werden. Ja, ja, ich greife Fragen gerne jederzeit auf. Alles klar. Mein Vorschlag ist, wir schauen uns einfach kurz an, so dieser Einstieg. Ich habe ein paar Screenshots gemacht und dann Videos und dann schauen wir uns diese App einfach live an. Das Erste, wenn ich diese App aufmache, TikTok, ist so etwas. Also das ist so ein Screen. Ich habe am Anfang nicht viel Ahnung, um was es eigentlich geht. Das ist in dem Fall die DajiB. Die hat, glaube ich, fast 400.000 Follower. Und es geht um, in dem Fall, wenn man sich damit beschäftigt, die 6-Second-Test. Das sieht man da unten. Da ist so ein Zauberstab. Das steht 6-Sekunden-Test. Und ganz, ganz klein, dieses gelbe Sternchen da. Genau, so ist es. Genau. Das heißt, dieses Sternchen heißt eigentlich nur, dass es ein Effekt ist. Dieser Effekt wurde von jemand anderem dafür benutzt, dass man eben so eine Art Challenge macht. Normalerweise ist das einfach nur ein Countdown da oben. Das sind so 4,4 Sekunden. Und kurz zusammengefasst, das sind so ein paar Minispiele, die sie sich selbst dort entwickeln auch.
Da geht es darum, dass du diesen Countdown exakt bei Sekunde 6 stoppst. Und da nehmen sich Menschen davon auf und posten das, ob sie es schaffen oder nicht schaffen. Ich glaube, dieses Video, was es nicht geschafft hat, dass sie bei 5 Sekunden und 999, also ganz, ganz, ganz knapp nicht, hat 1,4 Millionen Aufrufe. Ich lasse es kurz sacken, 1,4 Millionen Aufrufe. Es ist ein Video, das 6 Sekunden lang ist, wo es nur darum geht, ob jemand im richtigen Moment Stopp drückt. Ja. Okay. Genau, also man sieht, das ist schon einfach ein Unterhaltungsthema. Also da geht es nicht viel um Inhalt, sondern da geht es einfach um Unterhaltung. Und wenn man die Parallelen vielleicht mit dem klassischen Fernsehen ziehen möchte, das sind halt die Talkshows, da geht es auch nicht viel um Inhalt, sondern da geht es einfach um sich berieseln zu lassen. Vielleicht einmal drüber lachen, aber in Wahrheit geht es nicht um recht viel mehr. Das Wichtigste... Das sind jetzt immer noch die 13-jährigen Mädchen, die sich das anschauen, oder hat sich das jetzt verändert? Das hat sich extrem verändert. Also wenn man die meisten Videos, ich zeige euch dann Beispiele auch, sind mittlerweile von jungen Erwachsenen. Das heißt, wenn ich jetzt nach jungen Mädchen suche, finde ich dort eher seltener was. Das sind wirklich junge Erwachsene und auch Menschen wie ich. Also ich bin jetzt meine jungen 34 Jahre, sehr, sehr viele, die in meinem Alter dort sehr hochprofessionelle Videos auch produzieren. Zeige ich dann auch kurz Beispiel, wie sowas ausschaut. Also das ist durchaus nicht zu unterschätzen, wie sich das eben geändert hat von dieser wirklich jungen Zielgruppe zu einer doch erwachseneren Zielgruppe, die sich halt dort einen lustigen Kanal jetzt gerade wieder aufbauen. Man muss auch dazu sagen, es gibt die Möglichkeit, natürlich ist das nicht einfach so, sondern man kann dort auch Geld verdienen. Also diese Leute können zum Beispiel mit virtuellen Coins dort auch belohnt werden, beziehungsweise mit virtuellen Gutscheinen, und das können sie dann auch auszahlen lassen. Also es gibt Regeln ab $100, wenn ich eingenommen habe, oder Euro, dann kann ich mir das auch auszahlen lassen. Also das ist ein bisschen eine Grundmotivation. Und wenn ich zum Beispiel dann in gewisse Programme komme, kann ich natürlich auch Affiliate-Programme starten. Ganz klassisch wie auf YouTube. Ich werde dafür bezahlt, dass ich dann gewisse Inhalte einfach produziere oder zum Beispiel auch Werbung auf diesen Plattformen mache. Genau, das ist gerade so. Wie kommen Sie an diese virtuellen Benefits, die Sie da kriegen? Ganz einfach in der App. Also diese virtuellen Coins kann ich einfach direkt in der App kaufen. Das ist wie bei jedem Spiel. Also ich kann die kaufen und ich vergebe die dann an die, denen, die mir gut gefallen. Denen gebe ich zur Belohnung diese Coins, die ich gekauft habe, und die können es wieder zurück eintauschen. Genau, eigentlich ist dazwischen auch ein Spielfaktor. Ich kann mir über diese Coins kann ich mir gewisse digitalen Gegenstände kaufen, die haben einen Wert, und die kann ich dann an meine Lieblings-Popstars sozusagen hergeben, und die können die dann wieder einlösen. Genau, ist aber jetzt auch nichts Neues, das Phänomen. Das klingt ein bisschen abstrus, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, aber zum Beispiel auf Twitch gibt es das schon sehr, sehr lange. Das heißt, auf Twitch die ganzen professionellen Personen, die wirklich auch viel Geld damit machen, dass sie professionell Videospiele streamen, wo andere zuschauen, die werden auch über digitale Währung dafür belohnt, dass sie etwas tun. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, Echtgeld dort zu zahlen. Und das sind Kleinstbeträge. Das sind $1, $5, $7. Also nicht viel Geld, aber das summiert sich halt, wenn ich zum Beispiel 1 Million Abonnenten habe, habe ich dann trotzdem am Ende des Tages sehr, sehr viel Geld zusammen, dass ich zum Beispiel irgendeinen tollen Move gemacht habe, irgendwas Tolles auf die Beine gestellt habe. Also da wird man ein bisschen auch belohnt für das, was man tut. Die wichtigste Ebene, beziehungsweise der wichtigste Button, wenn man ganz unten schaut, da sieht man diese 4 Button, eigentlich 5, es sind es 5, den Home, Entdecken, diesen Plus-Button, Posteingang und Profil. Und der wichtigste für die Jugendlichen ist eigentlich Entdecken einmal. Also für jeden, der TikTok irgendwie nutzt, da finde ich alles drinnen, was in irgendeiner Art und Weise gerade auf TikTok passiert. Was sehe ich da eigentlich? Ganz oben sehe ich zum Beispiel einen Hashtag, der jetzt gerade scheinbar gepusht wird von TikTok selber, also von dem Team hinter TikTok. Sieht man auch oben, wir haben das schöne Bild, und der erste Hashtag, der dazu angezeigt wird, ist zum Beispiel mein Hobby. Diese Zahl 23,5 M, das bedeutet, dass schon Videos online gestellt worden sind, die insgesamt 23,5 Millionen Views generiert haben zu diesem Thema. Ich habe heute noch mit einer von TikTok gesprochen, die dort auch für die Kommunikation arbeitet, und habe sie gefragt, wie kommt sowas zustande, wie kommen diese Hashtags dort zustande.
Und es ist teilweise wirklich so, dass diese Hashtags kuratiert werden. Das heißt, es gibt ein Team in Berlin, die sitzen da und die überlegen sich unterschiedliche Themen, wie man verschiedene Challenges auch starten kann und fragen dann in ihrem Kuratorprogramm, das heißt, es gibt Personen, die sich dort angemeldet haben, ob sie Lust haben, zu dieser Challenge oder zu diesem Hashtag was zu machen. Die machen dann was und dann wird das kurz gepusht und dann hat man wieder ein neues Spiel sozusagen gestartet. Also Challenge bedeutet Spiel. In dem Fall ein bisschen Spiel, genau. Die Challenge ist so dieser Hashtag, dass ich zu diesem Hashtag etwas mache. Also mein Hobby ist ganz klassisch, was mache ich zum Beispiel in meinem Hobby? Also recht einfacher Hashtag, ich zeige einfach in kurzer Zeit her, was ist eigentlich mein Lieblingshobby und gebe so ein bisschen einen Einblick in das reale Leben von mir. Ja, in das dargestellte Realität. Ja, genau. Und genau, diese Hashtags sind eben zum Großteil kuratiert, das heißt, die werden sich wirklich von TikTok selber überlegt. Es gibt aber auch Hashtags, die von der Community kommen, das heißt, es gibt jemanden, der sich was überlegt hat, der lädt ein Video hoch zu einem gewissen Thema, eine gewisse Choreografie, sehen wir uns dann gleich an, ein ganz berühmtes Beispiel gerade und das kommt dann auch in diesen Entdecken-Bereich. Das ist ein unendlich langer Bereich, das heißt, wenn mir etwas nicht gefällt, dann scrolle ich einfach so lange nach unten, bis ich etwas finde. Wir schauen uns kurz ein paar Videos an. Ich muss jetzt ganz kurz mal, glaube ich, die Videopräsentation stoppen, weil ich habe vergessen, die Tonfreigabe freizustellen. Oder wir probieren es einmal aus, Anita, und du sagst mir, ob man was hört. Und genau, das sind einfach mal so Beispiele, was man, wenn man ganz random, also ich habe wirklich aus Zufall vorgestern einfach mal auf TikTok geschaut und die ersten paar Videos, über die ich gestolpert bin, die habe ich mir heruntergeladen und einfach in die Präsentation reingegeben. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the... Ja, Klinik Live, wunderbar. Dazwischen gibt es dann noch... Genau, für das ist es eigentlich auch berühmt geworden. Es sind diese Choreografien zu einem gewissen Songtyp, die eine gewisse Zeit haben und die Kinder und Jugendlichen oder jungen Erwachsenen versuchen zur Perfektion das zu nachzuahmen und es dann neu zu interpretieren. Dazwischen gibt es auch Menschen, die Geld dafür ausgeben, für Kampagnen wie zum Beispiel die Peter. Tierwohl-Siegel so schön bunt, trotzdem Tierleid ohne Grund. Mach's mal besser, fang jetzt an, richtig nice, ist nur vegan. Du bist schwer in Ordnung, du bist super heiß. Ab jetzt zu Tieren nur noch nice. Das Interessante ist an diesen ganzen Videos, wie der ein oder andere das schon wahrgenommen hat, die sind alle hochkant. Das heißt, es bewegt es im Herzen eines richtigen Filmemachers, stirbt gerade immer etwas, wenn man solche Hochkant-Videos sieht, weil die funktionieren natürlich nur auf dem Smartphone, aber die sind auch nur optimiert für Smartphone. Wenn ich die zum Beispiel auf einem normalen Fernsehbildschirm anschaue, dann verliere ich 90% dieses Bildschirmes. Aber das ist egal, eben da ist wirklich Fokus auf Smartphone. Es gibt ganz viele Inhalte auch, die hochprofessionell sind und die auch Inhalte rüberbringen, wie zum Beispiel das World Economic Forum, das seit Snapchat-Zeiten, also schon seit ewiger Zeit eigentlich Kurzvideos produziert zu interessanten Themen und da zum Beispiel zum Verschwendung, Lebensmittelverschwendung in Frankreich. Genau, kurz und einfach zusammengefasst, es gibt noch den Hashtag for Climate dazu. Jetzt auf das rechte Video, den Tekin, der ein oder andere, der im Netz viel unterwegs ist, wird diesen jungen Mann kennen. Der ist berühmt geworden für seine Kurzvideos, die so ausschauen, wie wenn er einen echten Zaubertrick macht, die aber nur intelligent und sehr, sehr gut zusammengeschnitten sind. Macht Kurzvideos von 15 bis 30 Sekunden, den gibt es irgendwie schon immer und der ist auf jeder Plattform zu finden, die diese Videos auch so anbieten. Man muss sich vorstellen, wenn der ein Video online stellt, das schauen 10 Millionen Menschen sofort an. Also der hat eine Reichweite, die ist unfassbar und der verdient natürlich auch Geld mit sowas. This is the Bottle Cap Challenge. Ready? Oh.
Also ja, wenn man Lust auf sowas hat, kann man auf seinen Kanal schauen. Gibt es genauso auch auf Instagram, wo er ganz viele Videos hat. Und dazwischen sind aber schon auch noch ganz normale Content. Das ist aus Deutschland, junge Dame mit einem berühmten Song. Da geht es nur darum, zu antworten auf sehr persönliche und intime Fragen mit Yes or No. Das ist natürlich immer so genau dieses Thema, warum TikTok auch ein bisschen in der Kritik steht, beziehungsweise warum wir eben wir so viel Energie auch drauf gerade setzen, wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten, weil wie erst jetzt diese Videos habe ich heruntergeladen. Das hat aktuell auch keinen großen Aufwand. Das heißt, ich gehe einfach auf Sharen und auf E-Mail und kann mir dieses Video herunterladen und habe das dann auch auf meinem Computer gespeichert. Das heißt, selbst wenn eine Dame irgendwann einmal drauf kommt, sie möchte dieses Video online löschen, habe ich es schon auf meinem Computer. Und erfahren, also wird man darüber informiert, dass das jemand heruntergeladen hat oder nicht? Ich weiß, das gibt es von Snapchat, da gab es dann das, dass man die Info bekommt, ja, jemand hat das jetzt fotografiert. Gibt es das hier auch bei TikTok oder passiert das nicht? Soweit ich weiß, gibt es die Sache nicht, aber ich muss gestehen, es könnte sein, wir würden es ausprobieren, aber soweit ich weiß, gibt es eigentlich die Funktion nicht, dass du benachrichtigt wirst, wenn ein Video heruntergeladen wird. Vielleicht ändern Sie es mal. Ich weiß es zum Beispiel aus Frankreich und England, wo Sie diese Funktion auch schon verboten haben. Das heißt, es ist hoffentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Funktion, dass es so ganz einfach ist für mich jetzt, Videos herunterzuladen, zu verbieten. Natürlich ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil wenn ich Videos haben will, die im Internet sind, dann finde ich immer einen Weg und ein Plugin über einen Browser, wo ich dann diese Inhalte auch runterladen Und kann. diese heruntergeladenen Videos können auf ganz unterschiedlichen Plattformen wieder hochgeladen werden, oder? Genauso ist es. Wir haben dann noch, um ein Gefühl dafür zu bekommen, für einen nutzergenerierten Hashtag, das ist kein kuratierter, I used to be so beautiful, heißt dieser mit Hashtag, hat mittlerweile sagenhafte 1,3 Milliarden Videoaufrufe auf TikTok und es kommen im Sekundentakt neue dazu. Es geht um nichts anderes, als dass ich mich vorher nicht so schön oder anders zeige und danach hübsch aufgehübscht, schöner, besser oder anders. Und diese Videos haben ein ganz einfaches Schema. Ich habe eine Kette normal um den Hals, die werfe ich nach den ersten 3 Sekunden so ein bisschen herum und dann habe ich die Verwandlung und das ist ein kurzer Videoschnitt. Ich sehe jetzt gleich, wie das ausschaut. Try me. Genau, das heißt, ich habe dieses kurze Musikstück, das ist ganz berühmt für diesen Hashtag, das baut sich auf diesen Hashtag auf und dann habe ich diese kurze Sequenz erstmal, wo ich mich so zeige und es dann anders. Try me. Genau, und dann haben wir am Abschluss noch ein Video. Try me. Also das sind so ein paar Videos mit einem Hashtag, der durchaus dann auch zu hinterfragen ist, beziehungsweise wo man dann auch genauer hinschauen muss. Wir haben zum Beispiel auch letzte Woche am Freitag ganz eng mit Rad auf Draht zusammengearbeitet und dort auch eine Schulung durchgeführt, um auf diese Themen aufmerksam zu machen. Und ich habe letzte Woche auch mit Jugendzentren geredet und das Gute ist, wenn man weiß, dass es diesen Hashtag gibt, dann kann man viel damit machen, weil das ist ein Thema, Selbstbild, Fremdbild, das ist ein Thema bei Jugendlichen. Und wenn ich weiß, dass es diesen Trend gibt, dann kann ich auch darüber reden. Und das ist halt auch wichtig, zum Beispiel einfach Aufmerksamkeit zu generieren und zu sagen, schau, dieses Video, das du da online stellst, versuch wenigstens, dass du einen lustigen Dreh draus machst. Ja, du musst dich jetzt nicht zum Beispiel übersexualisiert darstellen. Es reicht ja, wenn du dich verkleidest oder wenn du dich einfach cool anziehst oder wie auch immer. Und es gibt immer Möglichkeiten, da auch mitzumachen, ohne dass man zum Beispiel in die Gefahr läuft, dass jemand anderes dieses Video in irgendeiner Art und Weise bewusst versucht zu missbrauchen. Dann man darf den Teufel natürlich nicht an die Wand malen. Das ist nur einer von ganz vielen Hashtags, der ist halt jetzt gerade mir über den Weg gelaufen. Es gibt auch noch ganz viele lustige Videos, die immer wieder und auf jeder Plattform auftauchen. Zeige ich euch zum Abschluss noch, bevor wir ins Live-Ausprobieren einsteigen. Also nicht alles ist schlecht auf TikTok, es gibt sehr viele lustige Sachen. Also
dieser Hund. Man merkt, er mag dieses Zehennickel schneiden eigentlich nicht so wirklich. Also sind Tiere sind auch auf TikTok in meinem Leben. Das Lustige ist, in Wahrheit kann man gerade zusammenfassen, du findest eigentlich alles, was irgendwie emotionalisiert im Internet, genau dort wieder auf dieser Plattform. Also ein Spiegel der digitalen Welt, nur halt lustiger, bunter, mit mehr Effekten und mit Musik hinterlegt. Dieses, das ist doch jetzt ein, ist von einem chinesischen Unternehmen gekauft. Wie schaut es aus mit Zensurbestrebungen oder mit strengen Richtlinien im Umgang damit? Es gibt dazu unterschiedliche Berichte. Bestätigt hat mir keiner etwas, auch auf Nachfrage heute. Wir wissen zwar schon von Fällen, wo einfach Inhalte gefühlt zensiert worden sind, weil sie einfach nicht in die Richtlinien von TikTok gepasst haben. Ich habe heute eben das Gespräch gehabt, auch mit einer Dame von der Kommunikation von TikTok, und bei denen ist schon das Bestreben, eben so wenig wie möglich auch herauszunehmen, weil sie einfach diesen Grundsatz der Meinungsfreiheit sehr stark versuchen auch zu vertreten. Gibt es Videos zu der Hongkong-Demonstration oder so? Eine gute Frage, ich muss gestehen, die habe ich nicht recherchiert. Das könnten wir uns jetzt gleich anschauen, ob wir was dazu finden, während wir live in TikTok einsteigen. Ich denke schon, dass es was geben wird, weil eigentlich die Ops-Teams unabhängig davon arbeiten, so ist es mir zum Beispiel gesagt worden. Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus, was wir dort alles finden. So, nicht schrecken. Jetzt sieht man mich kurz größer, ich versuche mal das hier zu starten. Ja. Alrighty. So. Bildschirmsynchronisation. Seht ihr was? Ja, ich habe gesehen. Bildschirmsynchronisation. Wunderbar. Oh. Das ist Video anstatt. So, das ist mein Profil. Das ist super unspektakulär, weil ich leider gar nichts hochgeladen habe noch und kein Video, aber es ist mein Name, damit man was herzeigen kann. Wenn ich starte diese App, das habe ich euch eher zuerst gezeigt, dann fange ich mal mit diesem Home an und da habe ich sofort ein Musikstück. Man merkt sofort, ob die Lautstärke-Einstellung am Handy richtig passiert ist oder nicht, weil wenn man öffentlich diese App aufmacht, dann passiert es ganz schnell, dass man plötzlich Musik hört. Okay. Das ist so ein bisschen das der Überblick. Das ist das, was automatisch losläuft, wenn ich TikTok starte. Genau, das ist das, was automatisch startet, wenn ich TikTok starte. Das heißt, mir werden schon mal Videos vorgeschlagen, die entweder kuratiert oder wo der Algorithmus glaubt, dass sie für mich relevant sind. Das wirkt jetzt bei mir ein bisschen seltsam, weil ich sehr seltsame Sachen auch schon gesucht habe und dieser Algorithmus sich das scheinbar gemerkt hat. Aber grundsätzlich geht es darum, dass du sofort Videos siehst und auf diese Videos dann auch sofort antworten kannst, um in dieses Spiel hineinzukommen. Das ist das, was ich heute in der Folie gezeigt habe. Das ist dieser Entdeckenbereich, wo eigentlich jeder hin möchte, wo ich diese unendlich vielen Hashtags auch sehe, die es auf der Welt gibt, beziehungsweise speziell jetzt einmal auch für Österreich und natürlich für Deutschland, weil die App auch direkt im europäischen Raum, im deutschsprachigen aus Deutschland betreut wird. Klassischer Hashtag ist zum Beispiel die fünfte Jahreszeit. Mit dem können Österreicher eher weniger anfangen, aber es ist gerade in Deutschland sehr, sehr beliebt, weil wir haben ja Fasching. Wie schaut das dann aus, wenn ich auf diesen Hashtag zum Beispiel draufklicke? Man sieht gleich, ich habe ganz, ganz viele Bewegt-Videos, die ich mir anschauen könnte. Dem Hashtag selber könnte ich auch gleich folgen und das Favorit hinzufügen. Da gibt es da oben dann noch so drei Videos, da steht offiziell. Das sind drei Videos, die von den Operates, also von TikTok selber, da sind die Accounts angeschrieben worden und gebeten worden, dass ein Video dazu produziert wird. Die haben meistens eine sehr hohe Reichweite, sind meistens auch relativ professionell gemacht und die versuchen so einen Hashtag natürlich dann auch zu starten, damit ganz viele Leute darunter reagieren. Also da haben wir jetzt eine passende Frage gleich dazu bekommen.
Wenn ich jetzt auf mein Smartphone TikTok lade und das aufmache, kann ich gleich diese Videos anschauen oder muss ich mich erst irgendwo anmelden, registrieren? Das Gemeine ist, das fängt gleich mal an zu laufen, weil es ist gleich einmal laut. Aber ich muss also mich dann weiter... Die Videos kann ich auch so anschauen, wenn ich nichts... Die ersten Videos sehe ich im Hintergrund, aber man wird immer dazu gezwungen, eigentlich schlussendlich, dass man sich anmeldet, um weiterzumachen, genau. Das heißt, ich kann die Videos in der App nicht einfach so anschauen, sondern dazu müsste ich auf die Webseite gehen, aber die sind über die Webseite auch frei aufrufbar, diese ganzen Videos. Das heißt, wenn man einmal... Die Aufforderung, mehr zu machen, als nur zu schauen, kommt sehr schnell dann. Genau, aber wenn ich sie ignoriere, kann ich trotzdem ein bisschen etwas sehen. Genau, ich kann nicht einfach zum Beispiel so jetzt herumscrollen, wie ich das jetzt gerade tue, sondern ich muss mich dann zum Beispiel dafür schon anmelden. Genau. Wenn wir so ein Video anschauen, wir haben jetzt wir haben zum Beispiel das eine berühmte Drag Queen, die Sheila Wolf. Machen, dann kann ich einfach einmal auf das Video draufklicken, dann kriege ich sofort diesen Ton, den sie verwendet hat. In dem Fall hat sie scheinbar auch diesen Ton von sich selbst verwendet, kann auf diesen Sound benutzen klicken und könnte ein Video aufnehmen. Ich habe das jetzt deaktiviert, weil bei mir ist aktuell die Möglichkeit, nicht auf eine Kamera zuzugreifen und auf das Mikrofon. Aber das tun wir schon aktivieren für euch. Und jetzt bin ich dann schon in diesem Aufnahmemodus und es schaut eigentlich aus wie Snapchat und alle anderen Apps. Ich habe die Möglichkeit, mir Effekte, Musikstücke und so weiter auszusuchen und kann darauf reagieren. 15 Sekunden, 60 Sekunden, kann dann auch zum Beispiel meine Effekte drauflegen. Die Best of Deutschland ist gerade ein Hashtag, der gefeatured wird. Falls sich der ein oder andere daran erinnert, was ich da oben jetzt gerade habe, das ist so dieser Sticker mit den 6 Sekunden, wenn ich das anhalten möchte. Ich kann das kurz ausprobieren, wenn ich jetzt ein Video mache. Ich mache diese Challenge jetzt mal mit. Wir starten dieses Video. Oh, oh. Und ich habe wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Ja. Wahrscheinlich muss ich irgendwo diesen Effekt auch noch starten. Ein Blinker, um zu starten und zu stoppen. Ha! Oh Mann. Oh mein Gott, das ist ja super fancy. Und... Oh. Bitte. Ha! Ha! Au. Starten dieses Video. Okay. Ich habe es übrigens geschafft. Gratuliere. Genau. Also das ist so die grundsätzliche Funktion. Das Bitte. Ist aber jetzt noch nicht öffentlich, sondern da müsstest du es jetzt zusätzlich nochmal posten, genau. Genau, ich habe es nur gespeichert auf meinem Handy, aber ich müsste jetzt zum Beispiel noch posten. Ich würde es jetzt noch nachbereiten. Wenn ich Jugendlicher wäre, würde ich noch sehr viel Zeit auf Effekte und auf Filter setzen und mal schauen, ob das überhaupt passt. Dann würde ich es wahrscheinlich noch 20 Mal machen, bis es wirklich perfekt ist und dann wird es hochgeladen mit dem richtigen Hashtag versehen und an meine Frau. Und für all das musst du diese App nie verlassen. Du kannst das alles von der App aus machen. Genau. Das ist das Schöne, diese App bietet dir eigentlich gerade wirklich eine schöne digitale Umgebung, in der du dich eigentlich sehr verlieren kannst, weil wenn ich zum Beispiel auf diese Videos klicke, ich muss nicht recht viel tun dafür, sondern ich kann einfach draufklicken und wenn ich das nächste Video... Wer bist du? Ich will dich nicht erschießen! Ich swipe nach oben. Und so geht das die ganze Zeit dahin. Das ist ein unendlicher Stream an Videos, die ich einfach anschauen kann zu einer gewissen Challenge oder zu gewissen Themen. Damit kann man bestimmt ganz schnell sehr viel Zeit verbringen, wie du gesagt hast, ganz viel noch bearbeiten und nochmal ausfallen und noch ein Video machen. Ich kann mir vorstellen, dass das für Jugendliche ziemlich ausarten kann, noch schnell das Video fertig zu machen, 3 Stunden später. Was ist das andere, was dafür ausgegeben wird? Wir hatten es vorhin, diese Benefits, die gekauft werden oder vielleicht extra sich schön machen oder so. Wie viel Geld ungefähr investieren Leute in TikTok? Das ist eine gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann, weil dazu gibt es eigentlich noch keine Informationen. Aber wenn wir in dem Dreh sind, wie zum Beispiel, wie wir jetzt digitale Spiele anschauen, dann sind das nicht ein paar Cent, sondern dann werden es das Taschengeld sein. Ja. Dann gebe ich, wenn ich wirklich Taschengeld auch bekomme, mein ganzes Taschengeld dafür aus.
Und das ist dann schon, je nach Höhe, kann es schon zwischen 10 und 100 Euro dann sein im Monat, die da auch wirklich ausgegeben werden für die großen Fans. Das heißt, das ist keine lapidare Sache und vor allem die große Herausforderung ist ja immer, wenn es um virtuelles Geld geht, man verliert relativ schnell den Überblick. Erstens mal wird es auf eine meistens Kreditkarte gebucht und zweitens wirkt es auch nicht so, wie wenn ich wirklich echtes Geld ausgebe. Das ist wie diese In-App-Käufe bei Spielen, wo ich einfach sehr schnell dazu verleitet werde, wenn ich mich mehr damit beschäftigen möchte, dass ich dann Geld dafür ausgebe. Und wird da auch von jenen, die damit ja auch Geld verdienen, üben die da auch Druck aus auf ihre jugendlichen Follower, Followerinnen? Bitte kauft mir das, klickt mal. Ich muss gestehen, so wie ich die Videos jetzt, die ich gesehen habe, habe ich kein Video gesehen, wo das passiert ist. Also ich glaube, das würde auch nicht funktionieren, weil das geht meistens nach hinten los. Die Jugendlichen, die kriegt man anders dazu. Und vor allem ein Jugendlicher, den wirst du nicht dazu fragen, dass er dir Geld gibt, sondern es wird... Nein, nicht Geld, aber schenkt mir diesen, ich weiß nicht, was ist das, genau. Diesen Teddybären oder wenn euch das gefallen hat, dann schenkt mir eine Rose. Nein, also von dem habe ich jetzt noch keine Videos gesehen. Ich denke auch, dass der TikTok sehr dahinter ist, dass das nicht passieren wird. Genau, weil das ist eigentlich so eine Aufforderung, die natürlich dann ganz schnell, ganz stark nach hinten auch losgehen kann. Genau. Ein wichtiger Punkt ist noch die grundsätzlichen Sicherheitseinstellungen, einfach weil wir heute ja auch mit Safe Internet unterwegs sind. TikTok selber gibt sich eigentlich schon meiner Meinung nach relativ viel Mühe, gute Sicherheitseinstellungen reinzubekommen, die auch Sinn machen. Die große Herausforderung ist natürlich, es ist einfach eine riesige, riesige App und es braucht einfach sehr, sehr lange, bis es dort ankommt, wo es dann wirklich umgesetzt wird. Aber für alle, die sich damit beschäftigen wollen, wir haben einen zweiten Punkt schon, Privatsphäre und Sicherheit, und da habe ich schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, einfach die richtigen Sicherheitseinstellungen auch zu treffen. Und eines der Dinge ist natürlich immer die Frage, ist das Konto privat, ist das Konto öffentlich? Für Jugendliche ist es natürlich sehr uninteressant, wenn das Konto privat ist, weil es geht ja darum, viele Likes und viele Views zu bekommen und die kriege ich nur, wenn ich den öffentlichen Hashtag auch nutzen kann und ich gefunden werde. Ein privates Konto ist nur dann halt lustig, wenn ich auch wirklich die Möglichkeit habe, mich digital lustig auszudrücken in einem großen Freundeskreis, aber einfach diesen Fame, wie man so sagt, nicht benötige. Das wird aber eher selten der Fall sein. Zum Thema Finden, kann ich Freunde, Freundinnen auf TikTok finden, wenn die mir ihren Benutzernamen nicht verraten haben? Ich meine, ich kann ja auf Facebook zum Beispiel einfach meine Freunde eingeben und finde die, oder auch bei WhatsApp, das kann ich über meine Kontakte suchen. Wie ist es bei TikTok? Soweit ich das jetzt aktuell weiß, ist es nicht möglich, andere einfach zu finden, wenn ich die Personen nicht kenne oder den Nutzernamen nicht kenne. Genau, das heißt, wenn ich einen, das ist auch immer so ein Tipp von uns gewesen von Anfang an, dass man eben auch einen Nutzernamen verwendet, der keine Rückschlüsse auf eine Person selber zulässt, vor allem wenn man ein Jugendlicher ist, weil man kann genauso auch Fame sein, ohne dass jemand weiß, wer du wirklich bist. Zum Beispiel. Die allerwichtigste Funktion meiner Meinung nach ist ganz die vorunterste, nicht ganz unterste, die zweitunterste, und zwar ist es der Punkt Herunterladen erlauben. So wie ich die Videos heute in der Präsentation heruntergeladen habe, ist es aktuell eben noch auch in der österreichischen Version einfach möglich. Das heißt, ich gehe einfach auf das Video, klicke auf Teilen und kann das Video herunterladen. Wenn ich das deaktiviere, ganz einfach, dann gibt es in Zukunft keine Möglichkeit mehr, dass die Videos heruntergeladen werden. Die ist aber leider standardmäßig auch aktiviert. Das heißt, da muss man das wissen, dass es diese Funktion gibt, dass man das auch aktiviert. Und wenn das aktiviert ist, also wenn du das jetzt aktivierst, dann kann ich jetzt deine Videos nicht mehr runterladen. Genau so ist es. Also nicht innerhalb der App, du bräuchtest ein Programm dafür. Also ich mache es dir zumindest um einen Schritt schwerer, meine Videos herunterzuladen. Genau. Und da gibt es dann eben auch unter Sicherheit ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Am wichtigsten ist, glaube ich, einfach mal zu wissen, dass es diese gibt. Wenn man die App selber nutzt, wirken ganz viele Dinge sehr weird, sehr seltsam. Was ist eine Duett? Was heißt Videos reagieren? Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man Kind oder Jugendliche betreut oder Ansprechperson davon ist, einfach mal diese Dinge durchzugehen und auch zu sagen, möchtest du das machen? Was heißt das für dich eigentlich auch? Und dann gemeinsam mit dem Kind auch diese Sicherheitseinstellungen zu setzen. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, noch einen Kommentarfilter zu aktivieren.
Der ist standardmäßig bei Spam und bei beleidigenden Kommentaren aktiviert. Da versucht TikTok schon proaktiv auch mit AI, also Artificial Intelligence, solche Kommentare rauszufiltern. Es funktioniert manchmal gut, manchmal schlecht. Ich habe auch die Möglichkeit, direkt Schlüsselwörter reinzugeben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein großer Account bin und es passiert einfach, dass ich, oder ich werde unangenehm angeschrieben und versucht eigentlich TikTok da schon aktiv dagegen vorzugehen. Da kann man noch mehr aktivieren, wenn man weiß, okay, wenn dieses eine Wort kommt, dann kann ich das da auch reinschreiben. Genau, das sind eigentlich so ein paar der wichtigsten Tipps, die man in der Privatsphäre, in den Sicherheitseinstellungen auch vornehmen kann. Es gibt auch einen guten Leitfaden direkt bei TikTok auf der Webseite, den man sich runterladen kann. Und genau. Ab welchem Alter würdest du TikTok empfehlen oder unbedenklich finden? Ja, also TikTok selber ist ja ab 13 erlaubt, laut ihren AGBs. Das bedingt, das liegt ja dem zugrunde, dieser US Children's Act, Protection Act, dass Kinder ab 13 erst mit Daten abgesaugt werden dürfen. In Österreich ist es ja so, dass wir uns festgelegt haben, dass die personenbezogenen Daten erst ab 14 weitergegeben werden dürfen. Also das heißt, 14-Jährige dürfen sagen, ja, ich möchte, dass meine personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Das Problem ist, diese App selber kann man jetzt nicht mit einem gewissen Alter hinterlegen. Wir wissen von Kindern, die eben ab 8, 9 schon auf dieser App unterwegs sind. Wir wissen eben auch jetzt von jungen Erwachsenen oder Erwachsenen, die auf dieser App unterwegs sind, und die machen beide teilweise gute und teilweise schlechte Sachen. Das heißt, da muss man einfach gezwungenermaßen mit der Person reden, mit dem Kind reden, mit dem Jugendlichen, mit dem jungen Erwachsenen, ob das die richtige App ist, und auch diese Videos gemeinsam anschauen. Also vor allem unsere Empfehlung ist gerade bei den Allerjüngsten, einerseits überlegen, ob man diese Videos vielleicht nicht sogar gemeinsam macht und einfach auch mal dieses thematisiert, was heißt Privatsphäre, was darf ich zeigen, was darf ich nicht zeigen. Zeige ich ein Video von mir im Kinderzimmer oder zeige ich vielleicht irgendwelche Wertgegenstände dann hinten, die andere Leute anlocken können. Also da gibt es ganz viele Überlegungen, die man sich in der Familie dann auch machen kann, genau. Ja, da gibt es auch noch eine Frage. Womit versucht TikTok das am stärksten, dass die Benutzerinnen online bleiben, die App nicht verlassen, die Zeit erhöht wird? Ja, das ist eigentlich. Was sieht da den größten Reiz aus? Der größte Reiz ist, glaube ich, dass ich unendlich viel Inhalte konsumieren kann, die sehr, sehr, sehr kurz sind. Das trifft einfach gerade den Kern der Zeit. Die Videos sind teilweise unter 10 Sekunden lang. Ich habe Videos drauf, die sind nur 5 Sekunden lang. Da brauche ich keine große Aufmerksamkeitsspanne, sondern die kann ich einfach schnell so durchswipen und kann mir das einfach anschauen und mich berieseln lassen. Und das, glaube ich, trifft gerade ein bisschen den Kern der Zeit. Vielleicht auch, dass das so keine Pause ist zwischen den Videos. Also ich habe vorhin so den Eindruck, die gehen ja fast ineinander über. Genau, also die Videos sind auch schwer, einen Schlusspunkt zu setzen, weil ständig ein neues beginnt und das ist gleich wieder aus und das nächste beginnt aber schon wieder. Das auf jeden Fall. Also die Videos haben genauso wie früher die App hieß Vine, immer einen Loop drinnen. Das heißt, das Video beginnt immer von vorne, immer wieder, immer wieder. Das heißt natürlich, es gibt da keinen Stopppunkt. Ich kann nicht sagen, ich schaue mir jetzt noch zwei Videos zu Ende an, weil das Video beginnt halt immer wieder von vorne. Das ist natürlich der Reiz. Gleich wieder das nächste. Genau, aber der Reiz ist halt auch, das war schon alles immer da. Das ist dieser Infinity Scroll, über den wird eh immer schon diskutiert. Genauso auf Facebook, dass ich einfach unendlich lang nach unten scrollen kann. Da gibt es keinen Stopp, sondern ich kann immer noch mehr sehen. Genauso wie auf Instagram. Ja, und auf TikTok geht es einfach nochmal schneller. Genau, da geht es nochmal schneller, intensiver vor allem, weil ich werde immer beschallt mit Musik, ich habe immer das Bewegtbild und ich habe immer eine Bewegung drinnen, die meistens relativ schnell ist auch und anspruchsvoll. Und das ist natürlich schon eine Motivation, da auch dann durchaus vielleicht mal auch selber was zu machen. Aber man weiß es eh, ich meine, das ist wie bei jedem sozialen Netzwerk, 10% der Leute tun etwas aktiv und der Rest ist eigentlich nur Konsument. Das heißt, sehr viele schauen diese Videos wirklich nur an und lassen sich da bespaßen und nehmen das einfach auch als digitale Auszeit für sich selbst. Ja, ja, kommt gerade noch eine Frage. Ist es sinnvoll, auch als Institution oder als Projekt auf TikTok präsent zu sein, wenn man Jugendliche erreichen will?
Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, weil das ist natürlich wie Instagram gerade eine Plattform, wo ich Kinder und Jugendliche einfach sehr aktiv auch treffe. Die Herausforderung ist nur, das kann man nicht einfach nebenbei machen, sondern da braucht es auch jemanden, der sich dazu berufen fühlt. Das ist wie früher, wir machen schnell mal einen Snapchat-Account. Der große Vorteil ist, es ist eine App, die sehr schnelllebig ist. Das heißt, wenn ich einmal einen Blödsinn reinposte, ist es in wahrscheinlich 2 Stunden wieder vergessen. Wenn man das machen möchte, jemanden hat, der das machen kann und auch sich dazu berufen fühlt, auf jeden Fall. Also ich würde das jedem empfehlen, der ich mit Kindern... Wir sind nicht auf TikTok. Wir sind nicht auf TikTok, bei uns ist aber kein, wir wollen nicht, sondern es ist ein Ressourcenproblem. Wir haben ganz viele Leute, die sehr gerne das machen würden, aber die müssen leider was anderes machen. Okay. Wir sind zum Beispiel, wir haben uns damals für Instagram entschieden, das ist ja auch eine sehr große Plattform, wo wir unsere Jugendlichen erreichen und da stecken wir zum Beispiel unsere aktuelle Energie hinein. Genau. Aber wir wissen von den Kolleginnen von Rad auf Draht, die ja auch wirklich am Überlegen sind, wenn sie die Ressourcen bekommen, dass sie dort auch entsprechende Videos hochladen. Da kann man ja dann auch wirklich sehr nah an der jugendlichen Zielgruppe arbeiten. Das Wichtige ist, man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht selbst ein bisschen lächerlich auch macht, weil die Videos sind wirklich professionell von den Jugendlichen. Das heißt, die geben sich wirklich große Mühe und da ist es eben nicht nach einer Stunde getan für ein Video, sondern da brauche ich vielleicht dann halt mal ein bisschen mehr. Und da geht es dann auch um Ton und dass das alles toll ausschaut und ich kann nicht einfach mal was online stellen. Aber wenn ich dann als Pädagoge oder Pädagogin online bin, das habe ich auch von einer Kollegin von Rad auf Draht mitbekommen, die sind immer sehr, die freuen sich dann extrem drüber, dass sie jemanden dazu gebracht haben, auch mal Teil dieser Kultur zu sein. Vor allem die Jüngeren. Je älter sie werden, desto eher wollen sie das natürlich nicht. Ja, eben. Wird das dann auch nicht auch als Anbiederung oder so empfunden? Ja. Nein, das ist genauso wie auf jeder Plattform. Je älter sie werden, desto eher wollen sie dann natürlich unter sich bleiben. Und das sind sie auf TikTok noch? Gefühlt zumindest sind sie dort noch eher unter sich, weil sie dort einfach ganz viele Insider-Schmähs noch laufen haben, diese ganzen Memes, diese Hashtags, die niemand versteht, das plötzlich okay, Boomer, diese ganz neuen Themen, die Abgrenzung der Erwachsenen im Digitalen, das passiert halt dann noch relativ stark, weil ein Erwachsener erstens die Zeit, die Muße und die Möglichkeiten oft gar nicht hat, sich da mit so auszutauschen, beziehungsweise zu informieren auch. Wie viel Zeit verbringst du mit TikTok? Aktuell zu viel. Die Videos saugen wirklich rein. Also ich kann das Phänomen wirklich nachvollziehen. Es ist gut, dass du das angesprochen hast, weil du schaust dir das an und wenn du den richtigen Hashtag gefunden hast, der dir taugt, wenn es zum Beispiel um kreative Hobbys geht, die Videos schauen echt toll aus und es macht echt Spaß, die auch anzuschauen. Aber das ist wie wenn ich eine Dokumentation auf Netflix anschauen würde, nur halt im 15-Sekunden-Takt. Eine spannende Frage, die auch immer wieder jetzt noch kommt, ist, wie schaut es eigentlich mit den Lizenzen auch aus, also mit den Musiklizenzen? Und das ist auch ein Punkt, der mir mitgegeben worden ist, dass sie gesagt haben, sie haben weltweit für 15 Sekunden die Lizenzen für alle Musikstücke, die auf, also von den großen Labels zumindest zugekauft, beziehungsweise mit denen Deals ausgemacht. Alles, was darüber hinausgeht, ist so eine Art Fair-Use-Abkommen. Das heißt, sie reporten die Zahlen zu den großen Labels und wenn eine gewisse Zahl überstiegen wird, dann machen sie aus, wie viel dafür ausgespielt wird. Das heißt, alles von unter 15 Sekunden ist okay, alles drüber wird individuell gelöst. Und das Wichtige ist, und das ist auch eine große Herausforderung, gerade für Kinder und Jugendliche, alles, was ich dort an Musik auch hochlade, wird von denen in die Datenbank aufgenommen und kann von denen dann auch weiterverwendet werden. Das heißt, es steht dann jedem zur Verfügung, dass er mit diesem Musikstück, das ich hochgeladen habe, etwas Neues kreiert. Nutzen aktuell auch viele Künstler und Künstlerinnen. Es gibt einige große, die mittlerweile auch schon Geld damit machen, dass sie dort bekannt und berühmt geworden sind. Aber das ist halt auch ein neues Modell der Nutzung, ja, wie man mit sowas umgeht. Und die größte Herausforderung wird einfach bleiben, aktuell, dass diese Videos natürlich in irgendeiner Art und Weise heruntergeladen werden können und dann woanders wieder hochgeladen werden. Das heißt, jemand, der so ein Video von sich selbst gemacht hat auf TikTok, lädt es herunter, möchte das auf YouTube oder Facebook teilen, der hat eigentlich die Lizenz und die Rechte für dieses Musikstück nicht. Und im schlimmsten Fall könnte es dann passieren, dass du dann auch mal einen Brief bekommst, wo drinnen steht, ich würde gern, dass dieses Video runterkommt und das ist die Abmahnung dazu. Okay. Und dann ist es schwierig, das zu gewährleisten, dass es runterkommt, weil ich ja nicht weiß, wer das sonst noch alles schon runtergeladen hat. So ist es. Okay. Genau.
Danke, ich finde es sehr, sehr spannend. Werd mal reinschauen. Die positive Energie auf jeden Fall nutzen, das versuchen wir einfach so ein bisschen bei TikTok auch mitzugeben. Da gibt es gerade ganz viel Aufbruchstimmung. Viele Menschen stecken viel wirklich kreative Energie hinein und tun sich gegenseitig anspornen, immer tollere, noch kreativere Videos zu präsentieren. Und die Energie kann man gerade bei Kindern und Jugendlichen gut nutzen, weil das ist ein Thema für sie. Und wenn man die da unterstützt und sagt, hey, schau, machen wir vielleicht mal gemeinsam ein Video, so blöd das auch klingt, kann man da durchaus dann auch andere Themen plötzlich besprechen, wie Persönlichkeitsrechte und so weiter. Und man kann es ja im Privatmodus zuerst mal machen. Man kann es im Privatmodus mal ausprobieren, genau. Ja, dank dir. Es war kurzweilig. Letzte Gelegenheit für 1, 2, 3 ganz schnelle Fragen, sonst ist vorbei. Ich weise in der Zwischenzeit schon mal hin, dass wir auch noch andere Webinare haben bei Digi4Family. David hat unten den Link eingespielt. Hier finden sich die zukünftigen Webinare und hier findet man auch die Aufzeichnung des heutigen und der vergangenen Webinare. Ja, vielleicht gibt es ja hier auch noch Interesse. Super, vielen Dank, Maike, für das nette Kommentar. Ja, danke auch für die Fragen, weil das macht es lebendiger und spannender, wenn da auch etwas kommt von den Teilnehmenden. Ja, auch Franzka fand es interessant und E-Learning hat vielleicht was dazugelernt. Und ich freue mich vielleicht, den einen, die andere beim nächsten Webinar wieder begrüßen zu können. Es ist ja gleich am Donnerstag. Oder auf TikTok. Oder auf TikTok. Aber ob wir uns da finden? Ja, das ist, habe ich nämlich heute auch schon als Kritik gehört von meiner Tochter. Das ist doof bei TikTok, dass man die anderen nicht finden kann und dass man den Namen so ganz, ganz korrekt nachtippen muss und dann nicht, weil da so viele sind und sonst erwischt man es immer nicht. Ja. Die Leiden der jungen Menschen. Ja, also see you on TikTok oder in Zoom. Danke, Matthias. Schönen Abend. Schönen Abend. Danke an alle, die dabei waren. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao.